Also ich bin der festen Überzeugung, wenn wir als Europäer in China erfolgreich sein wollen, dann können wir das nur, wenn wir hier ein starkes, lokales chinesisches Management aufbauen. Und das ist eigentlich die größte Herausforderung. Alle technischen Probleme, die einem jeden Tag über den Weg laufen, sind lösbar. Das gute Management aufzubauen, ist die große Herausforderung und meiner Meinung nach auch der Schlüssel zum Erfolg. Also die kulturellen Probleme, die ich erfahre, bewegen sich hauptsächlich in dem Bereich, dass man hier nicht einfach auf ein Ziel zustürmen kann, wie man das als Deutscher typischerweise machen würde, sondern dass man hier eher den richtigen Weg finden muss, um das Ziel zu erreichen. Und dazu muss man gute Berater um sich herum haben, die einem helfen, diesen Weg zu finden.